Türchen Nummer 19. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Claudia. Wenn ihr Fragen habt, schreibt's in die Kommentare oder eine E-Mail an kontakt@janstor.de. Da könnt ihr all eure Fragen loswerden. Wir sind noch mitten im Nähen, haben gestern den Daumen befestigt und ich sagte ja, zeig euch, wie man es macht, wenn ihr den Daumen beim Futter weglassen wollt, wenn euch das alles zu tüdelig ist und zu schwierig zu nähen. Dann nehmt ihr einfach den gestrickten Daumen von links, klappt euch diese Umbruchkante um, den kleinen Saum nach innen. Und befestigt euch die Kante ganz locker mit großen Stichen, ein bisschen kleinen Faden gefasst vom Daumen, kleinen Faden gefasst von der Abkettkante, einfach nur großzügig so ein bisschen befestigen, reihum. Damit die nicht rausrutschen kann, wenn ihr den Pulswärmer anzieht. So. Also, das macht ihr einmal reihum. Und nehmt euer Futter. Lasst den Daumen einfach weg. Schließt diese kleine Naht mit einem halben Zentimeter nur, stülpt das über den Daumen und macht dann so weiter, wie ich es euch jetzt gleich zeige. Das muss man nicht mal groß befestigen. Oder vielleicht mit so ein, zwei kleinen Stichen anheften. Aber dann habt ihr dieses ganze Gerummel beim Daumen annähen weggelassen und trotzdem einen schön gefütterten Pulswärmer. So, aber wir wollen ja heute gucken, wie es mit Daumen weitergeht. Moment, muss meine Nadel wiederholen. So. Und zwar wird das Futter jetzt die obere Kante des Futters an die obere Kante des Pulswärmers genäht. Und es gibt da mehrere Reihenfolgen, aber ich finde diese jetzt, wenn man mit der Hand näht, am schönsten. Wenn man mit der Maschine nähen würde, könnte man richtig verstürzen, aber wir wollen ja mit der Hand nähen. So, ihr guckt erstmal nach der Weite. Und zwar macht ihr das so, am Futterpulswärmer sind ja 1,5 cm, am Strickpulswärmer kommt nur die Randmasche weg. Und so steckt ihr euch das dann. Also hier einmal Randmasche weg und 1,5 cm vom Futter. Andere Seite genauso. Das dient jetzt nur dazu, zu gucken, passt euer Futter oder ist es zu weit. Wir haben mehr Weite beim Futterschnitt zugegeben. Vielleicht habt ihr ein bisschen anders gestrickt und es ist zu weit. Also, so steckt ihr euch das mal aneinander und guckt dann, wollt das Futter oder ist es okay? Wenn man von innen schaut, hier muss es sich etwas beulen, weil das Futter soll ein bisschen mehr Weite haben, aber natürlich nicht zu viel. Das gleiche könnt ihr bei der Kante auch machen oben. Kante an Kante legen, beim Futter 1,5 cm überstehen lassen. Und andere Seite genauso. Und mal gucken. Und dann sieht man schon, okay, es passt exakt aneinander. Auch wenn es eigentlich den Anschein hat, dass das Futter zu weit ist, aber das wird passen. Und wie gesagt, ein bisschen mehr Weite soll es ja auch bekommen. So, diese Kante kommt nun an diese Kante. Dafür mache ich mir
Markierungen bei der Mitte vom gestrickten Pulswärmer und vom Futterpulswärmer. Lege dann Markierung auf Markierung und stülpe das Ganze um, damit rechte Seite auf rechte Seite zu liegen kommt. So, nochmal. Wir haben jetzt die linke Seite innen. Ich markiere mir die Mitte, lege die Mitte aneinander und drehe dann das Ganze einmal herum, damit rechts auf rechts kommt. Und zwar wieder Kante an Kante. Ich eine Nadel von der Mittelmarkierung raus und Kante an Kante, 1,5 cm beim Futter überstehen lassen, nicht vergessen. Und dann nochmal einmal die Weite checken, ja, das passt. Wird wieder angefangen mit Steppstich zu verbinden. Und zwar relativ knapp mit einem 1/2 cm. So, es dauert jetzt natürlich eine Zeit, bis ich das hier genäht habe. Und ihr überprüft immer mal zwischendurch, ob die Längen auch noch passen. Das Futter kann man so ein bisschen einschieben, so ein bisschen einhalten. Mal die Mehrweite so ein bisschen verteilen und dann befestigt ihr die beiden Kanten. Miteinander. Ja, wie gesagt, kann man auch wunderbar mit der Nähmaschine machen. Braucht da nicht mal eine spezielle Nadel. Das Fließfutter ist total unempfindlich. Das braucht keine speziellen Nadel, auch wenn es ein Gewirk ist. Oder könnt ihr eine Jersey-Nadel nehmen. Aber eigentlich ist das total unempfindlich. Da passiert nichts groß mit. Und den Stich nicht zu klein machen, weil falls ihr euch mit der Nähmaschine vernäht und habt dann so einen kleinen Mini-Stich, den wieder aufzutrennen, das ist schwierig. Und vor allen Dingen, falls ihr mit der Nähmaschine näht, aufpassen, Füßchendruck nicht zu hoch, sonst zieht euch das Ganze, schiebt es euch auseinander und dann wird die Strecke immer länger, das Ganze dehnt aus. Also einen ganz sanften Füßchendruck nur mit einem großen Stich und dann geht das auch gut mit der Nähmaschine. So, ich bin jetzt gleich hier am Ende angelangt. Ja, ich habe jetzt schnell genäht, nicht so wahnsinnig sauber, aber das ist ja nur zum Zeigen, damit ihr wisst, was ihr tun müsst. So. Und vernähen. Nadel raus, das Ganze wieder auf rechts. Und das Futter ist wunderbar hier oben an der Pulswärmerkante angenäht. So viel die heutige Portion. Wir sehen uns morgen. Danke fürs Zuschauen, macht euch noch einen schönen Tag. Bis dahin.